Und los geht's. So Leute, jetzt will ich euch mal zeigen, was ich mir da alles angeangelt habe. Und das erste wäre ein Baumwollhemd mit Kragen in der Größe L. Das Ganze findet ihr auf ritterladen.de. Unten ist der Link in der Beschreibung, falls ihr auf die Website kommen wollt. Da sind einige von diesen Sachen. Oder eigentlich alles, was ich gekauft habe, ist von dort. Und Lieferung 2 Tage, also echt super. Auf jeden Fall ist das hier das Baumwollhemd. Größe large. Ich hätte es ein bisschen kleiner auch nehmen können, weil es zieht ganz schön Falten, wenn ich es anziehe, aber es ist ein guter Schutz. Es soll eigentlich nur davon hindern, dass meine Haut nicht vom Kettenhemd irgendwie zerrupft werden soll. Wie ihr sehen könnt, habt ihr hier verschiedene so Knöpfe, mit denen ihr es schön festmachen könnt. Und ansonsten rutscht euch das über die Ärmel. Am Kragen, hier habe ich nochmal das Schild, ist von hier, ich kann es nicht lesen, Mytholon. Und habt ihr eben nochmal den Kragen, den könnt ihr zumachen. Das Ding so um. Stecken. Und das Ganze ist ein sehr dicker Stoff, wenn ich euch das mal zeigen darf. Also hier ist sehr grob, ist eben dieses Baumwolle. Aber ansonsten, ich trage es einfach so auf der Haut, es kratzt nicht und sowas. Also es ist nur sehr, sehr warm. Das habe ich noch nicht wirklich getestet, wie das dann sein wird auf dem Mittelaltermarkt. Aber beim nächsten, auf den ich gehe, filme ich das natürlich. Und dann könnt ihr das auch sehen. Auf jeden Fall, das ist das Hemd. So sieht das aus. Und das coole Stück brauchen wir eigentlich nur, um später hier unsere Armholster drauf zu packen und das Kettenhemd, zu dem wir jetzt kommen, einmal drüber zu ziehen. Ich habe jetzt hier ein Kettenhemd, das ist unvermietet, allerdings verzinkt, auch passend in der Größe L und liegt bei 99,90 auf dem ritterladen.de. Das ganze Ding ist ziemlich schwer, also es wiegt fast 15 Kilo. Und da sollte man schon wissen, dass man das aushält, den ganzen Tag rumzuschleppen, das werden wir bei mir sehen. Ich kann das dann filmen, wie ich dann irgendwo schnell. Wenn ich im nächsten Video nur rumsitze, dann wisst ihr, dass ich es nicht aushalte. Auf jeden Fall, das ziehe ich jetzt mal an, das ist ein bisschen ein Unterfangen, weil das Ganze sauschwer ist. Ich lege das mal hier auf den Boden, ihr könnt es leider nicht sehen. Aber ich ziehe es jetzt hier an. Einfach so, hat den Schnitt eines normalen T-Shirts. Also, ihr seht. So ist es ein bisschen höher als da, dann weiß man immer genau, in welche Richtung man das anziehen muss. Und dann würde ich euch empfehlen, erstmal so irgendwie durch die Ärmel zu kommen. Dann könnt ihr das so runtersacken lassen, schüttelt das so hinunter. Und jetzt müsst ihr nur mit meinem Kopf durch die Öffnung kommen. Und am besten alles nur durch die Rüttel schön so hinbiegen. Das Ding, ich bin relativ dünn, kann man sagen, liegt bei mir sehr gut an. Also es dürfte nicht enger sein und ja, so finde ich passt das eigentlich auch ganz gut. Dafür, dass es große L ist, mir passt perfekt. Es ist ziemlich schwer, aber es verteilt sich immer auf dem ganzen Körper und das ist gut. Ja, ansonsten eben unverzinkt, deshalb es kann rosten und ja, aber ansonsten, was ihr ein bisschen darauf achten solltet, dafür braucht ihr ein kleines Werkzeug, eine Zange. Manchmal, ich gehe da mal in die Detailansicht kurz ran. Manchmal sind so einzelne Kettenglieder ein bisschen zu weit offen. Ich suche mal gerade für euch. Ich habe jetzt schon weitestgehend alles mit der Zange schön zugemacht. Aber ich bin ja so ein oller Perfektionist. Ihr seht, wenn dann irgendwie sowas ein bisschen da raussteht hier, dann könnt ihr das gut einmal mit der Zange zurechtbiegen und dann vermeintlich irgendwelche Lücken schließen, wodurch das dann aufgehen könnte. Ihr seht hier, dass da biege ich jetzt einmal zusammen und hält das eigentlich in der Regel auch. Falls das dann in Zukunft jetzt irgendwie aufgehen sollte, ich kann mir angewöhnen, so eine Zange dabei zu haben. Das ist halt bei unvernieteten Dingen so. Dafür ist es dann auch wesentlich billiger. Also ein vernietetes Teil kostet schon so 200 Euro, das habe ich gesehen. Wenn es dann auch noch schön prägnierter Stahl ist oder sowas, dann kann man ordentlich hinhauen. Und das für 99 Euro finde ich echt sehr gut. Ist ein Preis definitiv wert. Also wenn ihr es so seht, macht ordentlich was her. Und jetzt geht quasi mit dem T-Shirt genau hier über die Kante rüber. Vorne ist ein bisschen kürzer. Echt cool.
So, dann kommen wir jetzt zu dieser Robe hier. Sichtlich habe ich die schon etwas länger. Die habe ich mir damals auf der HobbitCon gekauft. Also ich weiß nicht, ob die im Video drin vorkam, da habe ich auch schon Videos gemacht für die HobbitCon. Da habe ich mir diese Robe gekauft. Kostet so im Schnitt, würde ich mal sagen, 25 bis 40 Euro. Ich habe es dafür 20 bekommen, was halt gerade ein Auslaufmodell war oder so. Jetzt will ich nur noch beachten, auf eins, für die Leute, die sehr im Stil irgendwie da reinlegen. Der Farbunterschied, das ist halt gebleicht und das hier ist noch so Naturfarben. Also falls ihr die Möglichkeit habt, dann solltet ihr darauf achten. Es gibt mehr naturfarbige Sachen als irgendwie so gebleicht ist und es wirkt doch realistisch, um ehrlich zu sein. Jetzt zeige ich auf jeden Fall hier mal das hier so drüber. So seht ihr mich ganz. Ich hoffe, ihr könnt mich auch noch hören. Das ist so mein Waffenrock, den ich hier habe. So habe ich mir hier einen sogenannten schwarzen Ringgürtel gekauft. Der ist jetzt 1,90 Meter lang. Hätte ich auch kürzer machen können, wie ihr später seht. Und kostet ca. 21,90 auf ritterladen.de. Hört sich cool an. Auf jeden Fall, den will ich jetzt hier machen, dass mir diese Hüfte ein bisschen positioniert wird und dass ich dann auch irgendwas tragen kann. So, und der ist ein bisschen kompliziert dran zu machen. Ihr macht es aber so, geht hier durch diesen Ring. So, unten hier durch, so. Zieht das nach oben, sitzt. Und geht dann hier durch diese Schlaufe, die sich bildet, wieder durch. Man kann es festziehen, hat einen Gürtel dran. Als nächstes hätte ich hier einmal diesen Kragenpanzer. Das ist eine relativ kleine Ausgabe jetzt. Den habe ich auch schon länger, aber ich finde, er passt ganz gut. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel der gekostet hat. Den habe ich mir nämlich in Neuseeland über Internet mal hierher bestellt. Da passt auch mehr Metall dran. Dann brauchen wir jetzt nur noch was. Für unsere Arme auch noch. Dafür habe ich jetzt hier einmal die sogenannten Armschienen aus der Reihe Krieger. Hier in der Größe M. Ich zeige euch jetzt gerade mal hier nochmal ein bisschen schöner. So seht ihr sie. Hier zeichnet sich dadurch aus, dass sie hier solche Nieten oben haben. Ungefähr so groß. Und ich kann eigentlich auch mal das Plastik wegmachen. So haben wir unsere Armschiene. Jetzt hat man nochmal so ein Epic Armor. So, brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben sie es extra hier so umhüllt mit Plastik. Ich kann einfach so wegreißen, denn ihr seht da drunter, es ist schön ölig. Und dann müsst ihr auch immer darauf achten, dass es eingeölt bleibt. Denn sonst riskiert ihr, dass es rostet. Und das wollen wir nicht. Soll ja so schön aussehen. Außer ihr wollt natürlich, dass es irgendwie ein bisschen mehr realistisch aussieht oder so. Hier diese Armschienen, könnt ihr einfach euren Arm reinlegen oder ihr nutzt eben ein dazu passendes Polster. Dann packt ihr das einfach hier so auf euren Arm. Das Kettenhemd in diesem Fall draußen lassen. Einfach hier so, einmal schön drauf. Dann drehe ich das Ganze. Ich versuche es jetzt ein bisschen kompliziert zu filmen gleichzeitig. Das schön wird. So, ich mache das nur mal so provisorisch schnell fest. Ihr seht, da könnte ich eigentlich noch ein bisschen enger gehen. So, das hier noch so ein bisschen, weil wir halt da so viel Stoff haben bei diesem Teil. Müssen wir ein bisschen rumbiegen und so. Gehe ich hier einmal noch durch. Das sind solche Klippe, wo man einfach so festzieht. Ihr seht es. Hier durch, mache das Ganze noch an dem Ding fest, an dem Riemen. Schön. Jetzt habe ich auch schon meine Armschienen dran. So, ich finde, die passen ganz gut, haben die richtige Größe meiner Meinung nach. Sie könnten dann noch ein bisschen ganz rüber gehen, aber wenn ich den Arm strecke,
Das ist genau hier an dem Gelenk. Von dem her passt das auch. Und das Kettenhemd schaut sogar ein bisschen so drüber. Wenn wir das nicht will, können wir es dann auch da drunter packen irgendwie. Aber ich denke, da hat man keine Chance, dass sich das ein bisschen verschiebt. Ich mache jetzt noch den anderen Arm dran und zeige es dann euch auch noch schnell. So sieht das dann aus, wenn ihr die richtig drauf habt. Und ja, soweit ist schon ganz schön lässig. Ihr seht es, bei mir ist es etwas zu lang, diese Bänder, da kürze ich die nach später auch nochmal. So lange brauche ich die gar nicht. Ich habe die mir jetzt einfach nur da hinten reingestopft, dass sie nicht raushängen. Gut. Könnt ihr hier so das Kettenhemd und den Überhängen lassen. Okay. Tja. Macht das dann hier so. So, dann kommen wir jetzt zu den Beinpolstern. Die sehen so aus. Seht ihr mal hier. Das ist einfach ein ziemlich dickes Material, dass man die Metallplatten auch schön platzieren kann. Und die Metallplatten wiederum sehen genau gleich aus wie die Armschienen eben. Nur, dass sie perfekt fürs Bein angefertigt worden und etwas größer sind. Jetzt zeige ich euch gerade mal, wie man die hier schön anzieht. Also wir haben hier einmal unsere Metallbeinschiene und das Polster. Das Polster, ich habe jetzt hier das rechte Bein, fahre ich einfach durch diese Schlaufen hindurch. So, das wäre dann auch die Hose, die ich sonst so trage. Das ist einfach eine normale Wanderhose, aber die ist eben sehr atmungsaktiv. Und da ich am Rest vom Körper schon so schwitze, weil das Zeug so dick ist, brauche ich da irgendwas, mit dem ich atmen kann. Also, das ist immer was Gutes und man sieht es ja kaum unter dem Waffenrock höchstens ein bisschen. Und hier wird das ja durch die Metallschiene jetzt verdeckt. Also ist das auch kein so ein Frevel. Vielleicht hole ich mir da noch eine Baumwollhose, aber eben wegen der Hitze überlege ich mir das noch. Ich fahre jetzt einfach hier durch diese Schlaufen hindurch und knote es am Schluss dann zusammen. Hier so. Dann kann man hier hinten ein bisschen die Hose so reinschlagen. Und knote das zusammen. Einfach schnell so. Passt. Jetzt haben wir hier diesen Schutz da drauf. So. Jetzt hier drauf muss man noch das Metallstück. Das ist hier breiter als hier unten. Also muss man das so anpassen hier. Dran machen. Ordentlich ranrücken. So. Gut. Jetzt einfach, das hält schon fast so, wenn man es so hindrückt. Einfach mit den Schlaufen hier seitlich, wie bei den Armschienen, auch festziehen. Und einmal durch die Schlaufe hindurch. Wenn es jetzt hier euch stört, dass es so rumwedelt, könnt ihr es einfach hier drunter machen. Drückt sie nochmal extra ein bisschen hin. So, ihr habt zwei solche Schlingen. Ihr müsst einfach kräftig zuziehen. Und wieder durch. Da unten durch. Und schon habt ihr eure Beinschiene dran. Das hält auch super, also kann nicht abfallen, wenn es richtig festzieht und passt perfekt dazu. Qualitativ ist auf jeden Fall zu sagen, dass es sehr hochwertig ist. Einziges Manko sind an den Armschienen diese Bänder. Das ist, ich glaube nicht, dass es echt Leder ist und sie sind halt viel zu lang. Dafür sind sie dann auch variabel einstellbar. Also ich werde mir die hier abschneiden oder sowas, dass sie einfach noch hier reinstecken kann, weil so sind halt viel zu lang. Also man muss ein bisschen was noch dran machen. Außerdem hat hier an der Schulter, kann man das sehen irgendwie, ich werde es jetzt nicht finden, hat ein Kettenglied gefehlt. Da hole ich mir glaube ich nochmal so Ersatzkettenglieder und bastel dann ein bisschen was rum. Vielleicht mache ich mir längere Ärmel oder sowas, das geht ja relativ gut. Ja, für das Hobby muss man natürlich auch ein bisschen was ausgeben. Das, was ihr jetzt heute gesehen habt, also an den Dingen, die ich neu gekauft habe, ich habe das ja im Video, glaube ich, gekennzeichnet oder ich habe auch unten in der Videobeschreibung alles verlinkt nochmal. Hat 208 Euro gekostet, ein ganzes stolzes Sümmchen dafür, dass es eigentlich nur ein Hobby ist und ich insgesamt vielleicht auf 10 Conventions war damit.
also jetzt noch nicht, aber insgesamt davor mit dem Brustpanzer, mit dem Kragenpanzer und dem Wappenrock. Man muss sich dann schon fragen, ist es das wert? Gehe ich so oft irgendwo hin? In meinem Falle, ich werde jetzt mich bemühen, öfter auf Conventions zu gehen. Ich habe das ja quasi eigentlich immer gefilmt. Jetzt das letzte Mal war ich beim MPS, das Mittelalter-Spektakel. Kaltenberger, ich weiß nicht, ob ich da wieder hingehen soll, weil es ist dann doch jedes Jahr dasselbe, diese Aufführung und sowas. Das muss ich mir noch überlegen. Es war auch, glaube ich, jetzt schon wieder, wie auch sei. Es ist ein kostspieliges Hobby, keine Frage. Dafür ist es aber auch Handarbeit und es ist Metall. Und ja, man bekommt schon was für sein Geld, also die Qualität stimmt in diesem Fall definitiv. Ansonsten der richtige Test von diesem ganzen Zeug, ob das hält, ob das irgendwie wackelt oder sowas, werde ich ja natürlich erst feststellen können, wenn ich es dann wirklich mal ausprobiert habe. Also ob der Gürtel auch hält, ob die Armschienen nicht irgendwie abfallen und ständig rutschen, das mich nervt. Das fällt mir ein bisschen auf, die sind etwas locker, die muss ich mir hier noch ein paar Löcher dazusätzlich reinstechen. Auf jeden Fall den Qualitätscheck, den werde ich euch erst geben können, wenn ich schon auf einem Mittelalter-Spektakel oder irgendwo eben war. Das werdet ihr auch dann von mir hören. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt noch ewig darüber rumrede, die Sachen sind alle schwer in Ordnung und fühlt sich einfach genial an. Es geht ja irgendwie um das Gefühl, dass man ein bisschen so ein Zeug hat und das Hobby. Und ja, sich gerne verkleidet oder irgendwas gerne macht, irgendwie ein bisschen verrückte Dinge. Für den kann man es durchaus empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr konntet sehen, wie die Produkte so sind, wie die aussehen. Weil meistens auf den Produktbildern wird das alles ein bisschen hingedeichselt, dass es schön aussieht und passt und schön von einem guten Winkel fotografiert und sowas. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wer weiß, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich wieder ein paar Neuseeland-Videos, die ich jetzt immer noch schneide und schneide und schneide. Es dauert halt nur so lange. Ansonsten danke fürs Zusehen, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gucke sagt ritterliche Grüße. Ciao.